immer Elli bei einer Kirche der anderen. Ja, der anderen. Die anderen, das sind wir, vermute ich jetzt einfach mal. Und zwar die Menschen. Die gibt es nämlich so in dieser Welt nämlich komplett gar nicht. Die sind da von Erdboden verschwunden. Keiner weiß, wo die sind und hast nicht gesehen. So, jetzt nennen wir hier Verbündete im Sand. Die Wüste Konir. Sorin meinte, die Fledermäuse kooperierten mit den Reinen. In der Wüste Konir verfolgte der Adler Streak das Gerücht, die Fledermäuse hätten auch mit dem Verschwinden einheimischer Jungeulen zu tun. Aber leider ist Streak jetzt ebenfalls verschollen. Finde in der Wüste heraus, ja, und zwar sind die Adler eigentlich ziemlich dicke befreundet mit den ganzen Eulen. Es gibt zwei spezielle Adler in Buchgeschichte, nennt sich Blitz und Donner. Die haben seit dem ersten Buch schon was mit denen zu tun und strecken sich auch immer wieder einzeln über die anderen Bücher hinweg. Kooperieren, also die wichtige Rolle bei ihnen ist, dass sie halt mit einer wenn man die Namen braucht, kriegt man die Namen nicht raus. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß. Die heißt auf jeden Fall jetzt Nebel. Und zwar ihr Spitzname. Und zwar, als sie bei den Rhein gefangen genommen worden ist, hat sie sich eingeschlichen, ja, und hat dann die ganzen Jungeulen dort gerettet aus dem St. Gregorius-Internat. Dann wurde sie, weil sie keine vernünftigen Flüge hat, sondern krüppelig auf die Welt gekommen ist, konnte sie nicht richtig fliegen und wurde bei einer Rettungsaktion mit einem Ei, wo Blitz und Donner auch mit dabei waren, von den Häschern des St. Gregorius die Klippe runtergeschmissen. Und da hat sie halt so einen Schreck bekommen, dass die ganze Farbe verloren hat. So hat man es jedenfalls erklärt. Und jetzt ist halt weiß bis so richtig dicht, dass halt die ganzen Eulen sie kaum noch erkennen können, weil die halt nicht so gut mit den Augen halt sind, ne? Wie jeder weiß. Und die gewähren halt Nebel den Schutz oder das Zuhause. Und Donner ist halt die Frau und Blitz ist der Mann und die Frau hat halt während des Kampfes mit den Reihen, wo sie das Ei gerettet haben, halt die Zunge verloren. Wieder als keine Nebeninformation. Muss ja auch mal drin sein. So, wir wollen mal weitermachen. Kampf, verkette 10 Angriffe hintereinander, um Flammenklaue zu aktivieren. Oh yeah. Flammenklaue ist cool. Knochentrocken und in glühender Hitze wird Konir von der sengend heißen Sonne gebacken. Ist ein Leben möglich, wo nur selten Wasser oder Schatten zu finden ist? Oh ja, dank kühlender Nischen und dem Morgentau im Gebüsch und weht des Nachts ein lauer Wind, vibriert's am Boden und summt's in der Luft. Auszug aus einer Zeitung der Eulen. Das heißt Lütze. Von Lars von Kiel. Sorin meinte, ja, die Fledermäuse kooperierten. Wollen wir mal weitermachen? In der Wüste Konir. Streak muss hier irgendwo sein. Vorsicht, Shard! So. Den machen wir auf. Man muss halt immer schnell sein, sonst. Es ist halt die Zeit, wenn er von diesem Teil weg. Aber Fledermäuse halten halt nicht so viel aus. Das ist bei 10 oder so. Wow! Da ist eine. Die müssen wir packen. So, es gibt einen Erfolg, wenn man hier keine Windmühle trifft. Windmühle sag ich schon. Autsch. Autscha. Also Windmühlen treffe ich keine. Steh, du hässlicher Schmonk. Wow. Mein Gott, wir haben aber ziemlich wenig Flunker. Ah, komm schon hoch. Das Komische ist, normalerweise brauche ich immer hoch und runter. Also wenn ich hochdrücke, muss es hochfliegen. Wenn ich runterdrücke, muss es runtergehen. Aber bei Flugsimulationen brauche ich es irgendwie komplett andersrum jedes Mal. Ich habe keinen Plan. Das Schöne ist, du musst halt die Dinger nicht direkt anrühren, weißt du?
Muss halt nur nahe möglich ran. Jedenfalls nicht so. Oha. Was ist denn da los? Fette Party und so, ey. Bums, bums, bum, bum, bum. Ja, junge Wächter, wie gut, dass ihr hier seid. Fick dich. Die Schurken werden euch nicht kampflos zu mir lassen. Und dann gleich hinterher, gar kein Problem für mich. Und noch einen hinterher. Und den hier auch noch. Wow, Wurf freigeschaltet. Drücke B, um die Gegner zu packen und ziele mit LS deinen Wurf. Rückwärtssalto wird nach dem Besiegen von 21 weiteren Gegnern freigeschaltet. Wir können mal gucken, ob wir das mal irgendjemand machen können. Hier haben wir B. Oh, was ist da? Und zwar haben wir es jetzt mal in den Boden. Und noch hinterher. Und ein Schlagangriff noch hinterher. Nächsten amüsieren. Den werden wir jetzt auch geschickt auf den Boden werfen. Und noch hinterher fliegen. Und dann habe ich den. Super. Warte. Muss mal ein paar erst um meinen Käfig herum ab. Funkler sammeln. Wir brauchen die halt später. Und ich möchte nicht extra für irgendwas sparen müssen. Großartig. Hurra! Schön ist, wir haben jetzt... Jetzt erteile ich Ihnen eine Lektion. Schau, wie ich das... Flügelmann Streak freigeschaltet. Um ihn angreifen zu lassen, ziele auf deinen Gegner und drücke dann RB. Aber der hat jetzt keinen größeren Vorteil gegen... Oh! Den anderen, den wir jetzt haben. Er ist einfach nur... Ein Falke. Adler. So, die hätten ein bisschen mehr aus die Krähe. Das war eine Fledermaus. Oh, das war gekonnt, Alter. Kein Problem für mich. Kein Problem, Digga. Ihr habt meinen ewigen Dank, Freunde. Mein Partner ist weg. Und ich war töricht genug, allein loszuziehen, als diese Reinen mich angriffen. Ich bin Shard und das ist Parsifal. Iselrib befahl uns, dem Gerücht der vermissten Jungeulen nachzugehen. Leider ist es wahr. Die Reinen machen mit den bösartigen Fledermäusen gemeinsame Sache. Streak ist jetzt ein Flügelmann. Er wird dich auf Missionen und anderen Dingen leiten. Also einige würden jetzt vielleicht sagen, dass ach verdammt, ich krieg die ganzen Namen auf der Reihe jetzt urplötzlich. Ein Luftgleiter ist. Aber Luftgleiter im Endeffekt, also Luftgleiter sind halt Spione der Wächter gewesen, oder sind Spione der Wächter, die ist aber nur halt im Geheimen, also niemand weiß, dass es wirklich sind und die wohnen auch nicht da nicht bei den Reihen, sondern gehen halt normal hin und sagen, hier pass mal auf, da ist was im Schilde. Manche würden jetzt auch behaupten, er wäre also einer, aber er ist halt ein Adler und zählt damit halt als nicht so als Lauschgleiter. Machen wir mal weiter. Stoßangriffe. Y haben wegen ihrer Flockenhelme auf Hexenkrollen keine Wirkung. Ja, das ist Kacke. Das muss ich oft genug schmerzlich herausfinden. Zum Lohn ihrer Treue geben die Reinen den Fledermäusen alle Jungeulen, die nicht aus Taitor stammen. Sie halten sie in einem Geheimversteck der Fledermäuse in Kunir fest. In der Wüste gibt es aber Fledermausrastplätze. Vielleicht kriegen wir etwas aus diesen Fledermäusen heraus. Man muss halt noch bedenken, die Fledermäuse sind halt nur buchmäßig dazugekommen. Wenn man halt den Film gesehen hat, dann weiß man, warum Fledermäuse ausgerechnet da mitgemacht haben. Spirale. Eine Spirale gibt gewaltigen Tempo. Mit Sturzflügen füllst du deine Könnenleiste. Bewege dann RS nach oben, um eine Spirale auszuführen. Halt, der Zwerg will sich noch da. Wir brauchen Könnenleiste, immer voll. Geht ja nicht anders. Also wie gesagt, also, und zwar sammeln sie die Tupfen
um halt den Magen